Surat al-Kahf ist nämlich eine Sura, welche uns von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam empfohlen wurde, regelmäßig zu lesen. Und die meisten von euch sicher wissen auch, wie regelmäßig, nämlich an jedem Freitag. Und was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz konkret dazu? Und zwar sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam: Man qara'a Surat al-Kahf fi yawm al-Jum'ah adaa'a lahu min an-nuri ma bayna al-Jum'atayn. Wer Surat al-Kahf am Freitag liest, der wird ein Licht erhalten, welches alles erhellen wird, was zwischen den beiden Freitagen ist. Der wird ein Licht erhalten, welches alles erhellen wird, was zwischen den beiden Freitagen ist. Also er bekommt ein Licht, was ihn leiten wird. In einer anderen Version dieser Überlieferung heißt es wie folgt: Man qara'a Surat al-Kahf Laylat al-Jum'ah adaa'a lahu min an-nuri ma baynahu wa bayna al-bayt al-atiq. Wer Surat al-Kahf Freitagnacht liest, bei der ersten Überlieferung war es was? Freitag am Tag. Bei dieser Überlieferung, die ist ebenfalls authentisch, ist es Freitagsnacht. Der wird ein Licht erhalten, welches alles, was zwischen ihm und zwischen dem Al-Bayt al-Atiq, was ist Al-Bayt al-Atiq? Die Kaaba, erhellen wird. Wir haben also zwei Überlieferungen, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns Muslimen empfiehlt, dass wir Surat al-Kahf am Freitag lesen sollen, unabhängig davon, ob in der Nacht oder am Tag. Und wo wir jeweils vom Propheten sallallahu alaihi wasallam versprochen bekommen, dass wir ein Licht bekommen, welches bis zum nächsten Freitag anhält und gleichzeitig auch, welches uns das erhält, was zwischen uns und der Kaaba ist. Sehr, sehr interessant. Könnte man sich natürlich fragen, warum? Diese Frage werden wir auch beantworten, inshallah ta'ala. Warum gerade Surat al-Kahf uns solch ein Licht gibt. Wichtig erst einmal, zwischen dem einen Freitag bis zum nächsten Freitag. Also jedes Mal, wenn ich Surat al-Kahf lese, bekomme ich wieder dieses Licht. Als würde dieses Licht zeitlich begrenzt sein. Und es wird immer wieder dann auch erhellt und uns gegeben, wenn wir wieder Surat al-Kahf lesen. Und dann, welches auch uns mit einem Ort verbindet, nämlich mit der Kaaba. Und das bedeutet mit anderen Worten, als würde uns diese Sura an unsere Gebetsrichtung binden. An den Ort binden, in dessen Richtung wir immer wieder fünfmal am Tag unsere Gebete verrichten. Also mit anderen Worten, als würde uns dieses Licht immer wieder den Weg zu Allah aufzeigen. Als würde uns dieses Licht immer wieder aufzeigen, wie dieser gerade Weg ist, die Luftlinie direkt. Ja? Von dir aus, egal an welchem Ort du dich befindest, in Deutschland, in Ägypten, in Pakistan, auf dem Mars, inshallah, du bekommst immer wieder dieses Licht, welches dir dann den Weg zeigt, wie du zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangen kannst. Sodass zwischen dir und zwischen der Kaaba nichts steht. Dass sich nichts abhält von deinem eigentlichen Ziel. Es gibt viele Muslime heutzutage, die beten fünfmal am Tag. Aber, und sie beten in Richtung Kaaba, Qibla. Sie beten genau in diese Richtung. Aber du hast nicht das Gefühl, dass sie wirklich
in ihrem Gebet direkt mit der Kaaba verbunden sind. Sondern du hast das Gefühl, zwischen ihnen und der Kaaba sind viele, viele Hindernisse und Hürden, die sie nicht überwältigen können. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass es viele Muslime gibt, die beten, aber die alles andere in ihrem Handeln so sind, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen eigentlich verlangt hat. Sie beten mit ihrem Körper, sie stehen im Mihrab, sie beten in die Richtung, die uns Allah ta'ala vorgeschrieben hat, aber trotz alledem sind sie sehr, sehr weit entfernt von Allah subhanahu wa ta'ala. Sehr, sehr weit entfernt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie gesagt, Surat Al-Kahf, sie zeigt uns diesen direkten Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, wie es uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam versprochen hat. Also auf der einen Seite ist sie etwas, was dir für eine ganze Woche Licht spendet, aber du musst dieses Licht immer wieder erneuern, ganz wichtig. Du musst es immer wieder erneuern, das reicht nicht aus, dass du es einmal bekommst und dann bleibt es bis zum Ende deines Lebens. Nein, es ist ein Licht, was immer wieder erneuert werden muss, alle 7 Tage. Und gleichzeitig ist es ein Licht, was dir ganz genau aufzeigt, wie du zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangen kannst. So als würdest du jedes Mal zum Hause Allah subhanahu wa ta'ala pilgern, wenn du Surat Al-Kahf liest. So, als würde Allah subhanahu wa ta'ala von dir den Schleier nehmen und dir ganz genau zeigen, wie du eigentlich richtig handeln musst.